wird gleich vorbei sein. Ja, hoffe ich doch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Marvel's Avengers. Au. Das ist erst die vierte Welle und die geht schon so ab. Ich habe mal gerade das Outfit noch gewechselt. Brauchst du sicher mal ein bisschen Leben und Rückendeckung. Aua. Mir auch nicht, tatsächlich. Ich glaube, das wird keine erfolgreiche Runde werden. Das gerade mal? Deine Gebete wurden erhört. Besten Dank. Ha! Das ist noch einer davon. Haut da ja ganz schön raus, muss ich sagen. Mittlerweile. Sie haben keine Chance. Da kommen Sie. So, das war's mit euch. Dann können wir uns mal ein bisschen zurückziehen, ein bisschen verschnaufen, euch mal kommen lassen. Das ist Captain. Au. Mehr davon? So, ich glaube, das war's mit dem. So, Welle 5. Was ist da? Ich würde tatsächlich ganz gerne erstmal das Kleinvieh wegkriegen hier. Andererseits. Ja.
du hast was mit dir? Auf ein neues. Okay, mit dem Kriegerzug geht's halt echt gut, merke ich. So, Zerbritzel. Ja, dann hauen wir dich mal schön weg. Ist eigentlich Miss Marvel abgeblieben. Der geht's ja gerade näher. Cap geht's auch nicht gut. Ich glaube, du hast doch gerade geheilt, von daher. Sehr schön, das war's mit der Welle. Cool. Ich glaube, wir kriegen sie doch noch einigermaßen hin. Autsch. Hey, hört doch mal auf, mich hier die ganze Zeit zu stören. Kriegt der es hin? Scheinbar. Gut, ziehen wir uns mal zurück. So, Cap muss eigentlich auch einiges einstecken gerade. Wir haben Kriegerzorn, wir nutzen ihn. Habt ihr es? Jawohl. Zwei Wellen noch. Autsch. Dann hauen wir direkt nochmal raus.
Oh, fuck, 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 Leben. Weniger Frosten, mehr Leben. Leben, 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 Leben. Das hoffe ich doch. Halt kann zerstören. Tor leben. So, habt ihr gut gemacht. Meine Leben, danke. Bleib so. Autsch. Stört mich schon wieder. Danke fürs Heilen. Ich brauche Hilfe. Ich sitze fest. So. Was haben wir jetzt noch? Okay. Es ging tatsächlich ohne Dings zu zünden, unsere Superfähigkeit. Cool. So, sehr schön. Es gab ein weiteres, weiteren Comic. Und wir haben diese Missionsreihe mal abgeschlossen. Sehr schön. So, dann sind wir doch einigermaßen erfolgreich. Moment. Was haben wir denn sonst noch? Ich glaube, dann haben wir erstmal alles. Herz des Monsters hatten wir ja schon. Beziehungsweise müssen wir noch machen. Für eure Sonderfertigkeiten. Hier diese Nebenaufträge haben wir halt noch. Das heißt, wir gehen mal wieder weiter auf die Hauptkampagne. Ach so, stimmt. Du kannst ja noch ein bisschen aufsteigen hier. Das hat sich auf jeden Fall mal noch gelohnt. Comic machen wir dann nachher. Wir haben vier Fertigkeitspunkte. Ja, nehmen wir es ein bisschen mehr Macht hier mit. Dreimal X, einmal Y. Okay, und dann holen wir uns hier noch was mit. Alles klar. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Gut. Hmm.
So, die Zusammenführung beim Projekt. Da, da, da. Ah, müssen wir es echt sammeln gehen, wie es aussieht, ne? Da haben wir eine Kipp-Mission. Okay. Machen wir doch, glaube ich, direkt mal mit ja, Steve Rogers weiter. Commander Hill, AIM hat seine Lügen über die Resistance schon zu lange verbreitet. Das muss aufhören. Ersetzen wir diese Lügen durch die Wahrheit. Aber sie haben viele Satelliten. Mit diesem Netzwerk kontrollieren sie die Informationen. Jarvis hat mehrere AIM-Satellitenzentren identifiziert, die das Ganze steuern. Ich weiß, was Sie denken. Wir schalten eins aus, dann bricht Ihr Netzwerk zusammen. Zumindest für ein paar Stunden. Wir könnten Nachrichten an die gesamte Resistance senden. Vorübergehend. Deshalb ist jedes Wort wichtig, das wir senden. Wir haben keine Waffen, die für Satelliten stark genug sind. Also wie soll das gehen? Der Satellit ist durch einen Weltraumaufzug mit der Erde verbunden. So kommen wir rauf. Okay. Dann, ach, jetzt können wir das mit, wie nehmen wir da mit? Ja, nehmen wir Tor mal noch mit. So, das ist, glaube ich, nee, Quatsch, das ist der, den wir spielen. Der Rest wird dann automatisch ausgewählt. So rum war es. Können wir, wir können Präferenzen einstellen. Oder? Das geht aber auch nur online. Okay, dann müssen wir es halt mit den begnügen, die uns dann zugewiesen werden. Schauen wir mal. Dann brauchen Sie als erstes die Startcodes für diesen Weltraumaufzug. Das ist riskant. Es lohnt sich, Hill. Die Resistance ist noch anfällig. Wir müssen uns organisieren. Offene Kommunikationswege sind dabei entscheidend. Gut, dann könnt ihr mal drin. Ich glaube, bei Pony können wir auch die Rüstung mal wieder wechseln. Sieht zwar nett aus, aber wir sind ja nicht mehr im Weltraum. Dann nochmal eher klassisch ich jetzt. Ich nehme an, Sie wissen, woher Sie die Codes kriegen. Jarvis hat einen AIM-Basiskommander gefunden, der sie hat. Den werden wir besuchen. Okay, holen wir uns die Startcodes. Okay, angekommen. Eine ganze Menge hier noch mitzunehmen. Hier haben wir unsere Gefährten. Dann fangen wir da unten an. Achtung! Reißt euch zusammen, Avengers! Stimmt, Toni könnte sich zumindest um die Dings kümmern. Um die Geschütze. Da willst du aber echt jemand wissen. Das auf jeden Fall.
geschwächt. Hat jemand Leben für mich da? Fahren jetzt halt aber auch Geschütze hier auf. So, schnappt ihr das mal? Dankeschön. So, dankeschön. Ja, ist halt echt blöd mit dem, weil keinen so wirklichen Fernkampf hat. So. Hm, genau, dann haben wir hier dann das erste. Mir scheint. Wie geht's dir, Kamala? Gut. Das ist doch schön. Wie hast du überstanden hier? Konzentration. Was für ein Jammer. Gut, müssen wir hier Dinger platthauen, okay? Einmal. Zweimal. Frage ist, wo noch mehr davon ist. Perfekt. Ich bin so stolz auf mich. Oh, das hat sich hier richtig gelohnt. Na, gucken wir vielleicht erstmal, wo die Dinger stehen. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Du glaubst richtig. Ja, das war zu spät. Gut, gucken wir hier oben vielleicht nochmal. Da werden die anderen beiden. Okay, gut. Dann auf ein neues. Das Problem ist halt echt nur die Dinger zu finden am Anfang. Wir brauchen die Startcodes. Bin unterwegs. Ja, das passt ja schon. So, neuer Schutz. Ich denke, der ist auch besser als das, was wir haben. Jawohl. Sehr cool. Dann können wir uns hier noch ein bisschen was an. Keine Sorge, wir schaffen es. Fragmenten holen. Warte mal, bevor ihr hier ab. Dreht. Hier kommen wir aber trotzdem noch nicht rein. Das waren die Dinge. Ich sehe aber auch gerade nichts, was da noch weiterbringen könnte. Andererseits, vielleicht kommt, soll man da auch gar nicht rein. Kann natürlich ja auch sein. Schalten wir die Typen aus. Gut, dann haben wir da noch was, da hinten noch. Ich glaube, wir gehen einmal außen rum hier. Hep.
paar Ressourcen. So, meine Herren. Ihr könnt dann gerne mal runterkommen. Ja, genau, können wir vielleicht mal ins Fernkampfgezeug. Das ist mit dem Controller halt immer ziemlich schwierig. Ja, zugegebenermaßen, mit dem weißen Iron Man Suit, ich glaube, ich wechsle den echt nochmal, der sieht mir mal zu sehr nach Gegnern aus. Da gehen wir am besten darüber. Können Sie das Zeug nochmal gerade gönnen? Ich hoffe, von da mit einem gewagten Sprung reicht es leider nicht. Dann von hier aus, wie es aussieht. Okay. Das klappt aber auch nicht. Da muss ich, glaube ich, echt mit Kamala hin, weil die kann sich zumindest mal hochziehen. Ja. Oder halt von den Plattformen, aber ich... Ja. Angriffsformation. Bin ich jetzt da gespawnt? Wo ich hin will? Das wäre natürlich praktisch. Nee, bin ich nicht. Wie kommen wir da hin? Eventuell da raus und dann springen. Das heißt, wir gucken mal, ob wir da hinten irgendwie reinkommen. Müssen wir ja eh, ne? Dann haben wir tatsächlich da oben doch diese Kiste, wo wir nicht dran gekommen sind. Okay, ja gut, euch können wir nochmal ausschalten. Dankeschön. Ah ja, hier sind dann Outfit-Dinger. Schon mal nicht schlecht. Sammeln wir weiter. Ah, wie gesagt, es sieht halt echt aus wie einer von denen. Ich nehme an, der Große ist der Basiskommander? Der im Zentralbereich, ja. Verschaffen wir uns seine Aufmerksamkeit. Hier geht's ja auch noch irgendwie rein, ne? Okay. Zurück, Dummkopf! Okay, wir sind ja mehrere. Ah, ihr auch. Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Das ist der Hulk-Buster.
Ausgezeichnet. Ich erhalte jetzt die Startcodes. Lust auf eine Aufzugfahrt? Nicht ganz. Commander. Der Aufzug wird von einem mehrstufigen Authentifizierungssystem mit 3 Verteilerkästen gesteuert. Jarvis braucht die Kontrolle über sie, um die Freigabe zu fälschen und sie reinzubringen. Kann's nicht auch mal einfach sein? Ist es doch nie. Gegner gesichtet! Nein, du bist zu weit weg, okay? Dann ändern wir das doch mal. So. Ja, kein Problem, das machen wir in der nächsten Folge dann. Ich bedanke mich dann soweit mal fürs Zuschauen, auf jeden Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ja, ja, ist okay. Genau, wir hatten auch neuen Comic und sogar noch neue Codex. Alles klar, dann schauen wir uns die mal noch an. Ist jetzt alarmiert. Rechnen Sie im Transportzentrum mit schwerem Widerstand.